Heute gibt es wieder ein ganz altes Rezept. Und zwar Orangenschokoladenparfait mit Espresso-Soße. Und dieses alte Rezept von dem Orangenparfait ist von Wolfram Siebeck. Das ist ein Buch aus dem Jahre 1982. Und seitdem mache ich dieses Orangenparfait und alle lieben es, alle Freunde, die mir jetzt auch zusehen, die werden es kennen. Herr Siebeck ist ja der Mensch gewesen, der die deutsche Küche erstmal wieder irgendwie ein bisschen aufgeweckt hat. Und dem haben wir sehr viel zu verdanken, obwohl er manchmal auch ein etwas überheblicher Mensch war. Aber er hatte wirklich gute Sachen. Und dieses Orangenparfait ist eben ganz einfach zu machen, auch wunderbar vorzubereiten für große Feten. Da braucht man eben Eier, Zucker, Orangenmarmelade und Orangenlikör und ganz viel Sahne und natürlich auch ein bisschen Schokolade. Die raspel ich vorher und siebe sie dann so durch, damit die ganz feinen Körnchen, die werden nämlich dann oben drauf gestreut. Und dann zunächst muss man die Eier teilen. Das ist auch ganz wichtig beim Parfait, weil da kommt nur Eigelb rein. Auf jeden Fall, weil sonst ist es eben nicht so sahnig und weich, wie es sein soll, sondern dann wird es kristallin und dann kann man es auch nicht mehr so schön ohne Eismaschine machen, denn das ist ja auch ein Vorteil vom Parfait. Das kann man einfach halbgefrorenes in die in den Gefrierschrank und am nächsten Tag ist gut. Also die Eier werden geteilt, dann werden sie alleine ohne was das Eigelb schaumig gerührt. Und dann kommt der Zucker dazu, der wird nochmal schaumig gerührt, 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 gerührt in der Küchenmaschine, bis es richtig gelb, aus dem Gelben das Weiße gekommen ist. Dann kommt die Orangenmarmelade dazu und die ist auch, wie Herr Siebeck sagt, die nehme ich nämlich auch sehr gerne. Das ist diese Marmelade aus Südafrika. Die gibt es schon ewig lang, die gibt es auch heute noch in so einer Blechbüchse. Die ist auch gar nicht teuer und die ist super, die hat ein ganz tolles Aroma, die liebe ich schon ewig. Und ich habe jetzt einen Orangengeist von einer so einer Destillerie aus dem kleinen aus dem Schwarzwald, aber man kann auch Cointreau oder Grand Marnier nehmen und dann nach Gefühl so dazu. Und dann wird die Sahne geschlagen, in der Zwischenzeit, während das andere alles gerührt wird. Und zwar darf die nicht ganz steif sein. Das ist auch ganz wichtig bei allen Desserts, die man macht. Die muss gerade so vom Löffel noch runterplumpsen, aber die darf nicht so steif sein, dass da irgendwie alles drin stehen bleibt, weil dann vermischt sich das nicht so gut. Und wenn man das dann alles so miteinander verrührt hat und mit der Schokolade, dann ist das eine so traumhafte, wunderbare Masse. Da ist man schon irgendwie ganz hingerissen. Am liebsten würde man immer gleich den Finger reinstecken und ablecken. Aber das macht man natürlich nicht, denn dann wird das Ganze in die Gläschen gefüllt. Entweder in so eine große Parfaitform oder jetzt will ich es mitnehmen. Da habe ich das in Gläschen gefüllt, weil man es besser transportieren kann. Also da kann man sich immer was ausdenken. Und dann kommt die Schokoladenstreu, also dieses Schokoladenmehl sozusagen, da drauf. Und dann kommt die ganze Geschichte ins Gefrierfach. Bis zum nächsten Tag. Dann mache ich in der Zwischenzeit meine Espresso-Soße. Und die ist nämlich so klasse, weil die ist so ein bisschen bitter. Das ist auch von Camillo Greco, dem Sterne-Italiener von Frankfurt, schon seit ewigen Zeiten. Und das ist super einfach. Orangensaft, Espresso oder starker Kaffee mit Zucker zusammen in eine Pfanne geben und dann schön reduzieren. So ungefähr auf die Hälfte. Dann wird das auch so ein bisschen soapartiger. Und wenn das dann soweit ist, lässt man es schön abkühlen und gießt es in ein Kännchen um. Und dann kann man es beim Servieren auf dieses wunderbare Parfait geben. Und eigentlich braucht man dazu nicht mehr. Und es ist einfach hinreißend gut. Parfait heißt übrigens perfekt. Und das ist es wirklich.